Floras erstes Abenteuer. Das ist Flora. Eigentlich heißt sie Florentine von Blütenmeer. Aber so nenne ich sie nur, wenn sie etwas ausgefressen hat. Alle ihre Freunde nennen sie ganz einfach Flora. Flora ist eine Waldwiesenelfe. Sie lebte lange mit ihren vielen Brüdern und Schwestern und mit mir zusammen in den Wäldchen und auf den Wiesen in Reesdorf, einem Ortsteil von Belitz. Wenn Flora etwas angestellt hat, versteckt sie sich am liebsten in der rosafarbenen Kirche von Reesdorf. Dort wartete sie, bis ich nicht mehr wütend war. Irgendwann war die Kirche zu einem zweiten Spielplatz für Flora geworden. Schließlich stellte sie ziemlich oft irgendwelchen Blödsinn an und musste sich deswegen oft in der Kirche verstecken. Flora nahm mich ganz fest in die Arme und machte sich auf den Weg zurück in die Kita Sonnenschein. Von nun an zauberte sie in den nächsten Tagen aus vielen bunten Blüten kleine Filzblümchen für alle Kinder, die traurig waren, und schloss ihre Sorgen ganz fest in den Blümchen ein, um ihre kleine Welt etwas schöner zu machen. Die Zeit verging und immer mehr Kinder konnten wieder in die Kita zurückkehren. Die Erzieherinnen bemühten sich, Normalität in den Alltag zu bringen. So blieb auch Flora wieder mehr Zeit, ein bisschen Unfug zu machen oder einfach nur mit all den Spielsachen der Kinder zu spielen. Flora überlegte, was sie Neues und Aufregendes ausprobieren könnte. Vielleicht seid ihr ja bei ihrem nächsten Abenteuer wieder mit dabei.